nicht dem Ende zu. Mit dem Antoniano fängt es jetzt, glaube ich, erst richtig an. Nein, was die Feierlichkeiten angeht, sind wir wirklich froh, dass der Tag des Festtages endlich da ist. Und wir sehen ganz positiv dem entgegen, was heute alles noch so kommt. Es stehen ja auch noch weitere Veranstaltungen an, zum Beispiel im September das große Ehemaligen-Treffen. Ich muss sagen, ich war nicht der beste aller Schüler dieser Schule. Insofern hat das auch so eine sozialtherapeutische Wirkung für mich. Aber ich freue mich darauf, die alte Schule wiederzusehen und habe auch das meiste erkannt.